Kann ich jetzt mit ihr so ein bisschen im Kreis machen? Auf nach Novigrad? Nicht so schnell. Ich bin alt. Ich muss mich erst ausruhen. Lass uns noch etwas bleiben. Kann ich hier nicht irgendwas mit ihr machen? Hier ist aber nichts mehr, ne? Das wäre jetzt wahrscheinlich nur für den Punkt gewesen. Hm. Schade eigentlich. Schon wieder ein Level, ey. Das schmeißen aber echt mit Levels um sich. Weil die haben das angepasst, damit meinem DLC nicht ganz so lappig ist. Hm. Na gut. Also, auf nach Novigrad? Ja, lass uns gehen. Gehen wir. Die Eiche ist tot. Die Eiche, die Mumen. Ich fürchte, das war euer letztes Fest. Und unsere Eichel? Eure Eichel? Keine Ahnung, ist mir auch gleich. Ihr müsst lernen, ohne sie zu leben. Dies ist kein Niemandsland mehr. Es gehört nicht mehr den Herrinnen. Es gehört euch. Aber was sollen wir jetzt machen? Komm, Geralt. Es ist Zeit. Lebt. Für euch selbst. Ihr Vollidiot, möchte ich noch anmerken. Hab rumgesagt. Ey, immer wenn was unter meinem Tisch fällt, fliegt das in die hinterste Ecke. Freie Stadt? Ist das so richtig? Ja, stimmt ja. Hab nichts gesagt. Das sind Anderlinge. Ich dachte, die Jäger und die Tempelwache wären hinter Magiern her. Ja, das ist jetzt. Die Jäger brauchten neue Beute. Das ist jetzt die Folge auf unsere Aktion sozusagen. Hass und Vorurteile werden niemals verschwinden. Da kommt die Bestätigung. Wird es niemals um Hexen gehen. Es geht nur darum, einen Sündenbock zu finden. Die Menschen haben schon immer das Unbekannte gefürchtet. Als alle Magier aus Novigrad verschwunden waren, richteten die Leute ihren Zorn gegen Anderlinge. Und wie sie es seit Jahrhunderten tun, erklärten sie ihren Nachbarn zu ihren ärgsten Feinden. Ja, das war ja damit da, wo wir die Magier gerettet haben. Chamäleon? Hieß das nicht letztens noch Rosmarin und Thymian? Füll die Krüge! Wir haben Gäste! Geralt, Ciri. Als ich hörte, dass Geralt dich gefunden hat. Ich freue mich auch, dass du sicher bist, Rittersporn. Wo seid ihr beide gewesen? Wir haben die Mumen von Velen und den General der wilden Jagd zur Strecke gebracht. Nun, ihr hattet einen ziemlich ereignisreichen Morgen. Ihr seht wirklich schrecklich aus. Ihr solltet euch ausruhen. Gute Idee. Zeigst du mir mein Zimmer? Natürlich. Komm, kleine Schwalbe. Ich bring dich hin. Wir treffen uns später, Geralt. Ich muss noch was erledigen. Ich mach mich frisch und warte am Platz in Gildorf auf dich. Gut. Ist außer uns noch jemand hier? Triss und Jen sollten die übrigen Mitglieder der Loge der Zauberinnen zusammenrufen. Sie arbeiten daran. Triss ist oben und wartet auf dich. Yennefer ist bei der Krüppelkarte. Yen? In der Spelunke? Warum? Sie hat es mir nicht gesagt. Stell dir vor. Da ist bestimmt... Wie heißt sie nochmal? Dein Elf ist in der Rubin Suite. Ich sollte sagen, dass er auf dich wartet. Da ist... Wie heißt sie denn nochmal? Du hast ihm das beste Zimmer gegeben? Er hat nicht wirklich gefragt.
Ich hatte ein anderes Zimmer für ihn vorbereitet. Philippa Eilhardt. Aber er ist reingestürmt und hat sich im Rubinzimmer eingesperrt. Schon wieder. Seitdem ist er nicht mehr rausgekommen. Isst kaum, trinkt nur Wasser und er hat gesagt, benachrichtige mich, wenn Gwynblade und Zirael da sind. Danke. Sieht so aus, als hätte ich einiges zu erledigen. Okay, ich muss den Leuten helfen. Letzte Vorbereitung, da kann ich nochmal. Ich werde ihn rauswerfen. Schon wieder eine Nacht mit dieser Hure. Mal gucken, ob die eine Quest jetzt geht. Scheint nicht so. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, aber hier müsste man was riechen können. Jetzt gerade also wieder so eine rote Spur haben. Und eine Leiche suchen. Aber ich glaube, wir haben da einfach den Anschluss verpasst für diese Quest. Oder sie kommt nochmal. Dann reden wir mal mit Avalach und Ciri. Margarita, kenne ich die nicht sogar irgendwoher? Nochmal in die Ecke. Ist echt schön. Alter, ist das ein Riesenzimmer. Hat er nackte Frauen auf Bildern? Brauchst du ein Taschentuch? Muss zugeben, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ihr Menschen habt einen ungewöhnlichen Geschmack. Wie ist es auf dem kahlen Berg gelaufen? Warum fragst du? Du bist doch ein Wissender. Ich frage aus Höflichkeit. Ein Konzept, das ihr offenbar vergessen habt, als ihr wortlos verschwunden seid. Ciri war in Eile. Ich weiß, hat sie im Brief geschrieben. Das ist jetzt aber nicht wichtig. Ihr habt Imlarid sehr geschickt erschlagen. So geschickt, dass ihr mich sozusagen inspiriert habt. Dass er sich hier Pornos anguckt. Das heißt... Der Verlust eines seiner großen Generäle hat Eredin geschwächt. Erheblich. Es bleiben noch zwei. Ach, wie werden wir die noch los? Karantir ist loyal. Aber Gels, der ist eine andere Geschichte. Er war ganz unserem früheren König ergeben. Also ist der Eredin gegenüber nicht loyal. Den Eredin zufällig vergiftet hat. Ach, auch noch vergiftet, auch noch die Waffe der Frau quasi. Das klingt so bedeutsam. Ich nehme also an, dass es nicht gerade zum Allgemeinwissen gehört. Ich würde es sogar als Geheimnis bezeichnen. Wie konnte er es verheimlichen? Oh, ich versichere dir, er ist erstklassig darin, seine Spuren zu verbergen. Wenn auch nicht sehr subtil. Aber ich bin noch besser darin, sie zu finden. Die Möglichkeit, Gels zu töten, hast du nicht erwähnt. Solche drastischen Maßnahmen sind nicht immer nötig. Dann willst du wohl mit ihm verhandeln. Brillante Folge. Bravo. Gut. Was schlägst du also vor? Na, Gels herholen, ihm zeigen, was wirklich passiert ist. Wunderbarer Plan. Wenn wir nur wüssten, wo er ist. Wissen wir. Im Land der NL. Land der NL? Du entsinnst dich nicht? Immerhin warst du doch einige Zeit mit Eredin unterwegs. Ach, seine Amnesie wieder. Das Land des Erlenvolks. Die Welt, in der wir vor Jahrhunderten ankamen und die jetzt unsere Heimat ist. Die Roten Reiter kommen von dort. Und dort werden wir Gels finden. Sind die Roten Reiter ein Viertel von dieser Armee? Also sind das quasi die Gels Untergebenen? Er ist quasi nicht der General von... den Soldaten, also von den Fußsoldaten, von der Infanterie, sondern von der Kavallerie, weil rote Reiter halt, ne? Oder so geht das einfach allgemein. Ciri und du, ihr versteht euch aufs Reisen zwischen den Welten, aber ich nicht so sehr. Sicher weißt du, dass es neben der Welt, in der wir uns gerade befinden, noch zahlreiche weitere gibt. Sie sind durch Passagen verbunden, verborgene Tore, die Reisen von einer Welt in die andere erlauben. Es gibt nicht viele, die von diesen Toren wissen. Und nur wenige können sie finden. Wissende der Elfen zum Beispiel? Zum Beispiel. Eine solche Passage wird sich bald auftun. Zufällig ganz in der Nähe. Zwischen diesem noblen Gebäude und dem Fleischerhof. Das ist unsere Chance. Gehen wir? Gehen wir.
Ich hoffe, ich mache jetzt die Quest damit nicht kaputt. Ich kenne dieses Haus. Ich sollte hier mal einen Göttling rauswerfen. Nee, okay, ist eine andere Quest. Er war harmlos. Ja. Okay. Oh, das ist sogar wieder das Haus. Also es wird wahrscheinlich wieder dieses Haus. Nee, ich will mich nach unten. Aber hier, tatsächlich. Die Passage ist hier. Da wären wir. Wenn wir reingehen, gibt es keine Rückkehr, bis wir Gels finden. Bereit? Ja, gehen wir. Denk dran, wo immer du auch landest, suche nach einem Ort, der diesem hier ähnelt. Früher oder später finden wir uns. Wir werden also getrennt? Möglicherweise. Leider habe ich nicht die Fähigkeiten deines Mündels. Cyrael ist die Herrin der Zeiten und Welten. Mhm. Ich verfüge über dieses Geheimwissen nur in begrenztem Umfang. Es ist soweit. Warum nehmen wir Ciri da nicht mit? Ich hasse Portale. Geht der jetzt mit verschlossenen Augen durch? Oder wird er dann schlecht? Könnte ja auch sein, ne? Bin gespannt. Ein bisschen wüstig, aber sonst. Ist es diese endlose Wüste in der Ciri schon mal? Ist im Buch? Im Buch gibt es auf jeden Fall so eine endlose Wüste, wo Ciri mal war. Ja. Wo Achso. sind wir? Willkommen in der Wüste Didivet. Ist das hier noch unsere Welt? Hast du in deiner Welt schon mal solche Schluchten gesehen? Komm, wir müssen weiter. Bestimmt gibt es auch so eine solche Schluchten. Ist aber schön hier. Was eine für ein Ort ist das hier? Trübselige Schönheit. Eine sehr alte Welt. Vollkommen verwüstet und zerstört. Wahrscheinlich von seinen Leuten. Gibt es hier noch Leben? Nur noch ein paar Wüstenkreaturen, die mehrere Monate ohne Wasser auskommen. Ach ja, Kamele. Und riesige Sandwürmer tief unter uns im Boden. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht bemerken. Boah, ich will gerade machen. Früher gab es hier irgendwelche Menschen oder Elfen? Glaubst du etwa, dass die Zweibeiner die einzigen sind, die Welten zerstören? Also was hat hier gelebt? Intelligente Monster oder sowas? Schau dir diese Klippen an. Erinnern sie dich an was? Die sehen aus wie ein gewaltiges Flussbett. Oder wie ein Meeresboden. Meinst du etwa, hier haben mal Wasserkreaturen gelebt? Keine Kreaturen, aber es gab hier ein Meer. Und das heißt? Dass es viele verschiedene Welten gibt und noch mehr Lebensformen. Viele von ihnen sind intelligent. Eigentlich viel intelligenter als ihr Menschen. Aber wie es aussieht, hat sie das auch nicht davon abgehalten, alle Ressourcen ihrer Welt... Ah, das Portal! Sieht eher wie eine Ruine aus. Der Schein kann oft trügen. Und? Worauf warten wir? Es muss sich erst öffnen. Sollte aber nicht mehr allzu lange dauern. 20 Jahre später. Es gibt keinen Grund zu warten. Komm! Der Wurm. Was ist los? Die Sandwürmer haben unsere Anwesenheit gespürt. Wunderbar. Dachte, das geht ja noch. Ey, das sind nur ungefärbte Endriagen oder so, ne? Die Würmer sind halt nur wirklich nicht. Da haben sie schlau Ressourcen eingespart. Ach stimmt, die geben ja jetzt auch mehr EP, weil die ja mal angepasst sind. Es werden immer mehr. Wir können sie nicht alle besiegen. Sobald sich das Portal öffnet, musst du hinter mir hinein. Schlecht. 3, 2, 1. Sehr gut. Auf den Druck. Das Rote, da gefällt mir gar nicht. Das erinnert ein bisschen an Krieg der Welten. Jetzt sind wir alleine. Oh Gott. Wow. Okay, da vorne ist das Portal. Hier ist sie.
Ich dachte, er überlebt das. War wohl nicht so schlau. Gebe ich zu.